kommt. So, da bin ich wieder. Jetzt ist mir gerade das Spiel hängen geblieben. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. What the... Fuck. Wapp. Barkeeper hier mit einer Shotgun hier, oder was das da ist. Scheiße. Komm schon. Oh, sag mal. Arschgesicht hier, ey. Wer ist hier noch? Wow. Komm schon. Verdammt, ey. Och, Mann, ey. Eben hat das so gut geklappt. Und dann bleibt die Kackaufnahme hängen, ey. Scheiße, Fraps hier, ey. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Deckung und jetzt gleich hier den hier. So. Den haben wir schon erwischt. Den Barkeeper nicht, oder? Wow. Ich will jetzt hier nicht nochmal abkratzen, da habe ich eben so. So. Geht doch. Hallo. Geht doch. Nehmen wir die mal hier. Und. Hast du die? So. Also doch. Nee, eben hatten wir noch eine bessere. Toll. Magazin gefunden. Super. Echt klasse. Aber es ist speichert, das ist schon mal gut. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ruckel. Oh, komm schon. Oh, B2A, du bist so unsportlich. Joe, was stehst du da wie so? Du hast dir die eingesteckt. Okay, wir nehmen. Die ist hier noch gut, die Waffe, aber. Die. Alles klar, der Typ haut ab. Den werden wir diesmal aber finden. In dem Wagen sind noch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. So. Scheiße, jetzt werde ich noch... Oh, nee. Nein. Das ist überhaupt nicht gut geworden. Ich habe Person, weiß an Feuerwaffe. Nur weil ich den Typen angefangen habe. Er hat ja wohl hier alles an. Okay, jetzt werde ich... What the heck, ey, Mann? Scheiße. Übertreibt hier mal nicht, ey. Hallo? Los, Rito, wir müssen hier ran. Das weiß ich auch. Scheiße, sie haben uns abgehängt. Ach, vergessen wir die Sache. Okay, ich brauche jetzt sowieso was zu trinken. Tja, das wäre wohl geklärt, hä? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen.
Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen. Und du sollst sie nicht versorgen. Martys Wohnung ist in Oysterbeck. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Okay. Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mach ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. So, da bin ich wieder. Darf ich wieder von vorne anfangen? Ich habe dir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Boah, übertreib mal nicht. Was habt ihr mich hier einfach? Sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Ja, gut. Das Rest, also dass ich jetzt in Martys Wohnung gehe und da penne, das seht ihr alles im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.